Hallo und willkommen zurück bei Graveyard Keeper Doppelfolge. Hoffe ich vergesse ich auch nicht. Wir haben die Sachen dabei, das heißt, wir gehen nachts den Typen suchen. Wir brauchen Gold, wir können aber ein bisschen Silber herstellen. Okay, ich glaube, wir brauchen 12 Gold. Ja, 12 Gold brauchen wir. Wir haben nur 5, das heißt, wir müssen Gold holen. Hatten wir noch eine Leiche? Wir hatten, glaube ich, noch eine Leiche drin. Die müssen wir noch verbuddeln. War es, glaube ich, sogar ein 12er? Bin mir nicht ganz so sicher. Ja. Wir könnten sogar noch einen Kleber dranhauen, aber wir haben jetzt schon 3, 6, 9. Ist schon ein 12er, tatsächlich. Dreizehner können wir ja nicht machen, 12er ist ja Maximum. Das ist der vierte 12er. Krass. Schnell das jetzt geht. Vielleicht kommt hier direkt der nächste 12er, das wär's doch. Okay, wir haben immer noch die, die nur verbrannt werden. Ist okay. So, wir werden jetzt Nacht. Ich hoffe, heute wird es nicht neblig. Weil darauf habe ich keine Lust. Todes Pferd. Kann ich den Brief nochmal lesen? Nee. Piron Poisson. Ich brauche das perfekte Lied. Und es wird wieder neblig. Wir werden den diesmal aber finden. Vielleicht ist er ja auch vorher auf dem Weg. Hier sind die Ruinen. Da ist das Ding. Er hat gesagt, bei der Burgfeste, bei den Klippen. Oder meint er hier? Okay, wir lesen das nochmal. Triff mich nachts an den Klippen bei der Burgfeste. Das wäre oben. So, wir haben mitten in der Nacht. Ich sehe hier keinen Typen. Hier sind die Klippen. Steht der hinter einem Baum? Nein. Okay, jetzt können wir mal was sehen. Danke. Das ist er nicht. Wir können ja mal fragen. Das ist die Burgfeste. Das ist er auch nicht. Bei den Klippen bei der Burgfeste. Hier sind wir ja schon mal komplett lang gegangen, ne? Da oben kann es nicht sein. In die Burgfeste rein kommen wir natürlich auch nicht. Was ist das denn hier? Nachts.
würde mich verarschen. Hat der hier vielleicht was gesehen? Der hat gar kein Bild. Wo war jetzt nochmal der Wagner? Porten. Nur mal gucken, ob der Händler wieder da ist. Oder ob der jetzt gar nicht mehr kühlt. Oh, der will mal mit mir reden. Hallo, wie ist denn das Leben so mit deinem neuen Titel? Es ist ein Elend. Der König hat es mir sich angewöhnt, Müll zu essen. Und das scheint ihm auch gar nichts auszumachen. Ich versuche seinen Geschmack zu verbessern, aber das ist viel Arbeit. Wenn du so viel zu tun hast, warum kommst du dann noch her? Meine neue Arbeit bringt viel Ehre, aber nicht viel Geld. Und mein ehrenwerter Bruder ist anscheinend hoch verschuldet. Es ist meine brüderliche Pflicht, ihm zu helfen. Also hört der Spaß für mich nie auf. Machen wir ein paar Geschäfte. Soll der Geiz, ne? So, haben wir einen schon mal gekauft? Verschwendung von Geld! Naja, ich muss zum Mond wieder 55 haben, ne? Das muss ich hinkriegen irgendwie. Geldverschwendung! Muss noch Ebenen runterkommen. Fällt mir gerade ein. Jetzt kann ich aber zwei von denen hier wieder raus tun. So, hier die Verkaufstruhe. Lass mal den Kram, tun wir jetzt mal hier rein, den wir nicht brauchen. Wobei, die essen wir weg. Hammer brauchen wir nicht. Die drei Sachen nehmen wir mit, man weiß ja nie. Das Jägermedaillon nehmen wir auch mit, man weiß ja nie. Jetzt nur kein Honig dabei. Aber gut, wir haben anderes gutes Zeug dabei. So, bis Ebene 15 hat er gesagt. So, wir sind auf jeden Fall schon mal 11. Alter, was ist das denn? Zwiebeln! Wir gehen natürlich nach unten. Hallo? Spider? Spider-Corp!
zu viel Spider-Man gespielt. Es tut mir leid. Das ist eine Aufgabe für Spider-Korb. Hier findet man ja auch Gold, ne? Vielleicht sogar besser als Dingsen zu gehen. So, jetzt gehen wir aber das erste Mal hier hoch. Weil sonst war unten ja immer richtig. Ja, wird jetzt natürlich nicht so sein. Ja, der hat mich erwischt, der Schweinehund. Diamonds in the Sky. Ich wollte gerade sagen, verarscht, und dann habe ich ihn nicht getroffen. Peinlich. Wie Leiche jetzt? Willst du mich verarschen? Er wird weggebrutzelt. Inventar schon voll. GG. Oh, ich habe ziemlich viel Leben verloren, ne? War hier nicht schon... Ich wollte gerade sagen, hier war doch ein Slimy. Slimy. Ah! Also ich verliere doch schon ein bisschen Leben. Vielleicht muss ich tatsächlich irgendwann mal Heilpotions herstellen. Bis jetzt habe ich die ja immer gefunden. Einen haben wir, glaube ich, hergestellt für das Rezept. So, dann haben wir da tatsächlich schon mal die Ebene geschafft. Oh, hallo Solid. Der wollte den goldenen Apfel. Tierkram war doch hier, ne? Okay, außer das. Hier waren die Slimes. Ja, es ist gut. So, was haben wir denn hier Schönes? So, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zehner. Gut, dann hauen wir erstmal Gold drauf, dann Silber. Dann eine Lauge. Warum renne ich denn jetzt hier runter? Unnötig! Ich überlege tatsächlich ein bisschen Honig mitzunehmen. Aber man hat ja gesehen, mein Inventar war ja schon vorher voll. Wieso habe ich immer noch Müll im Inventar? Thank you.
Naja, erholen wir uns mal und dann gehen wir wieder runter. Ich hab die Silberbarren mitgenommen. So ein Mist. Oh, Solid Snake haut schon wieder ab. Und da könnte die nächste Leiche. Ich wollte doch nur reingehen, Mensch. Ist das vielleicht einer zum Brutzeln? Ja gut, eigentlich will ich auch ungern jetzt in den Dungeon gehen, wenn ich hier einen auf dem Tisch habe. Der gammelt mir doch weg. Den hätten wir jetzt vielleicht auch rechnen können, wollte ich jetzt aber nicht machen, aber ich brauche auch Asche, deswegen ist mir das gerade egal. Aber dann kann ich hier das Feuer schon mal anwerfen. Komm, ein bisschen warte ich jetzt noch. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann hauen wir jetzt die Lauge drauf. Also würde beides gehen. Würde auch Kleber gehen. Okay, dann machen wir Kleber. Weil Kleber haben wir so viel. Kleber und dann das Fett raus. Funktioniert beides. Oder halt die Lauge. Würde beides gehen. Okay, wir gehen zuerst nach links. Explosion! Boah, Fledermaus, Alarm hier. Okay, es geht jetzt noch nach oben, nach unten und nach rechts. Wir gehen zuerst nach oben. Ach du Scheiße. Sind da noch Bücher? Ruinierte Bücher.
Ruinierte Bücher brauche ich nicht. Ah, silberne Zwiebeln brauche ich auch nicht. Hier ist der Ausgang. So, hier ging es aber noch einen rechten Weg lang. Und dann müssen wir nur nach unten gehen und nach rechts gehen. Also nochmal zurück. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, die führt hier nachher im Kreis. Schüsseln brauchen wir nicht. Nägel, normale Nägel. Werden aber auch immer größer, die Dinger, ne? Aber schade, dass das nicht so wie bei Stardew Valley ist, dass die unendlich sind, sondern dass das nur endlich ist. Ich meine, wenn wir 20 haben, dann sind wir ja durch, theoretisch. Gut, ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass danach randomized Level kommen, aber ich glaube nicht. Wobei, bei Stardew geht ja auch nur bis 100, ne? Und dann ist ja eigentlich auch vorbei. Aber da ist halt ein Unterschied, dass da die Gegner immer wieder neu spawnen. Hier war das nicht so, zumindest immer dann, wenn ich probiert habe. Was brauchen wir denn am wenigsten? Eigentlich die Fledermaus-Dinger. Davon haben wir so viele. Jetzt müssen wir nur noch den rechten Weg gehen. Also nochmal zurück zum Anfang. Hä? Hier ist ja gar kein rechter Weg. Ach so, ja gut, dann sind wir durch. Hat schon irgendwie jetzt was Falsches irgendwie so gedacht. Aber das ist ja praktisch. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Leiche. Natürlich Inventar leer machen. Ja, ja, ruhig bleiben, Brauner, ruhig bleiben. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12.
Also jetzt läuft mit den 12ern, ne? Na gut, das vorher kam ich überhaupt nicht auf die Idee, auch die Silberinjektion in Betracht zu ziehen und Lauge. Ne, ich dachte, irgendwann kommt vielleicht bessere Leichen, aber nein. Man muss sich die Leichen einfach nur besser machen. Naja. Ob wir diese Folge noch schaffen, bis auf Stufe 15 zu kommen? Zumindest nicht, wenn so noch so viele Leichen kommen. Vor allem auch noch so viele gute Leichen, ne? So, Gold und dann Silber. Aber Blut können wir schon mal wegtun. Direkt den nächsten Stack rein, würde ich sagen. So, ich hatte ja auch Honig dabei. Heilen wir lieber mal und füllen uns auf. Ich habe eh nicht genug Geld dabei. Das heißt, der Aristokrat bringt mir auch nichts. Wir nehmen aber die hier mal mit. Weil wir haben ja nur noch zwei. Wenn die Dungeons jetzt immer größer sind, können wir sein, dass die beiden werden dann jetzt diesen Dungeon nicht überleben. Also wir sind ja jetzt Stufe 14 dann, ne? Ne, 13 erst. Wobei ist Doppelfolge. Bis 15 sollten wir es eigentlich schaffen. Der macht nicht gerade wenig Schaden. Vor allem, wenn man so lebensmüde wie ich hier reingeht. Okay, das heißt, im Moment ist das hier der einzig funktionierende Weg. Jetzt ist der Upload schon wieder abgespackt. So, einen rechten, nicht vergessen. Was ist denn hier alles im Inventar? So. Hier liegt ja noch was rum. So, damit wäre der Honig weg. Also
wirklich vorsichtig bin ich ja jetzt auch nicht, ne? Also das kann man jetzt nicht sagen. Okay, wir gehen zuerst nach oben. Weg mit den Büchern. Jetzt habe ich ein bisschen über zu viel 3 gedrückt. Direkt 3 Heiltränke getrunken, weil ich dachte, oh nein, ich sterbe. Dann kriegt direkt die nächste Leiche. Gute Nägel. Stell eh keine ich mach eh die blutigen Nägel nicht sauber. Von daher bringt das auch nichts. So, nächste Ebene. Ebene 14. So, was ist mit dir hier? Bist du auch ein Guter? Silber und dann Dingens? Okay, mal überlegen. Blut raus. Wir haben jetzt einen Achter, dann machen wir die Lauge. Hätten wir einen Zehner. Dann machen wir einen Kleber, hätten wir einen Elfer. Aber einen Zwölfer kriegen wir nicht hin. Es muss mindestens ein 9er sein. Oder wenig Zeug. Interessant wäre mal einer, wenn wir einen machen würden, der nur alles voller Rot hat. Also ein 12 Roter. Ich brauche einen Hammer.
würde sagen, die Predigt hauen wir auch direkt nochmal rein. Boah, warte. Jetzt muss ich einen meiner guten Dinger wegschlürfen. Hallo, mein Freund. Es ist endlich in der Stadt geregnet. Es hat endlich in der Stadt geregnet. Das hat keinen großen Unterschied gemacht. Aber das Vertrauen der Leute in meine Macht ist größer als je zuvor. Also werde ich diese Gelegenheit nutzen, um Reformen zu machen, den Armen zu helfen und die grausame Inquisition loszuwerden. Mein Bruder denkt genauso. Wir kommen aus armen Verhältnissen, also fühlen sich die Probleme der Ärmsten sehr persönlich uns an. Du bist ja doch eine gute Person. Meine Güte und Großzügigkeit sind tatsächlich endlos. Sorge du dafür, dass alles gut läuft und wir machen einen besseren Ort aus der Stadt. Ich muss beten. Der hat den Spiegel ja immer noch. So, was mit dem hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir nochmal einen Kleber drauf. Du kannst Silber so lang herstellen. Nehmen wir schön Traubensaft mit. Wir nicht mehr so viele Heiltränke, dann müssen wir halt anstatt Heiltränke Traubensaft nehmen. Und ich weiß, ich bin nicht pennen gegangen. Aber das schaffen wir auch ohne. Schöner Schlauchlevel bis jetzt. Muss ich mir nicht so viel merken. So, ich weiß, dass wir hier Müllsamen drin haben. Und gute Samen, tatsächlich. Ist das auch ein guter Samen? Nö, ist auch ein Müllsamen. Haben wir auch sehr viele Balken. Eigentlich müssen wir auch keine Balken mehr mitnehmen. Ja.
Das war knapp. So, es gibt noch einen Weg nach rechts. Aber hier ist Gold. Yo. Der macht mir Schaden dadurch. Hier wird doch nicht. Der Level schien mir jetzt gar nicht mal so groß. Aber geht ja noch weiter hier. Ich überleg, ob wir mit damit... Naja, komm, wir gehen... Wir machen das Inventar nochmal leer. Ich habe jetzt überlegt, ob wir vielleicht direkt in den 15er weitermachen sollen. Aber warum die Eile, ne? Ich meine, können uns doch ruhig ein bisschen Zeit lassen. Weil ich auch immer noch den burgfesten Typ suche. Weißt du was, wir porten uns jetzt direkt da mal... Ach, wir haben das nicht dabei. Dann nicht. Dann nicht. Vielleicht darf ich mich auch gar nicht porten, vielleicht muss ich ja hinlaufen. Auf jeden Fall haben wir nochmal Gold bekommen, das ist schön. So, das müsste jetzt ein 12er sein. Ja, ich gehe ja gleich pennen. Wieso verliere ich denn jetzt dauerhaft Energie? Ach, kann es sein, dass jetzt auf einmal hier dieses Schlafending funktioniert? Wenn ich einen Buff habe? Na, jetzt funktioniert es auf jeden Fall nicht mehr. Komisch. Naja, komm, wir gehen mal pennen. Gerade... Also es würde ja Sinn machen, dass ich Energie verliere, wenn ich dieses Schlafensymbol habe. Und es hat ja auch gerade funktioniert, zumindest solange ich diesen einen Buff hatte hier von Dingens. Ich habe mein Inventar gar nicht leer gemacht. Richtiger Held. So. Aber damit bin ich jetzt auf Ebene 15. Und das bevor der nächste Snake-Durchlauf ist.
Ich hätte gern echt ein größeres Inventar. Zieh dir doch einen Rucksack an. Ich meine, was der so alles in seine Hosentaschen passt, ne? Stell dir vor, der hätte einen Rucksack auf, was da wohl alles reinpassen würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Level riesig ist, weil es der letzte ist. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal jede Ressourcenquelle. Also wir hatten jetzt Silber, wir hatten Stein, jetzt haben wir noch Diamonds. Blutige Nägel nehmen wir jetzt mal nicht mit. Die will ich aber gerne mitnehmen. Der schwarze Schlamm. Der schwarze Schlamm kann nämlich auch, also das schwarze Zeug kann auch für hier Todeselixiere genutzt werden. Unten ging es nicht mehr weiter, ne? War schon richtig so. Oder? Ich könnte direkt die nächste Leiche. Leider gar nichts. Jetzt fast den Stuhl nicht abgerissen. Was ist denn da los? So, jetzt haben wir Platz im Inventar. Für die paar Flügelchen. Aua. So, das Pulverding hätte ich aber doch gern. Und die Flügel, die können wir ja auch draußen holen. Also immer nachts. Da bei unseren Bienen-Ding, theoretisch. Für Spinnennetze oder sowas, bekommen, keine Ahnung. Den grünen Schleim kriegen wir ja auch bei uns. Guck mal, hier ist schon die nächste Ebene. Okay, jetzt machen wir, was machen wir? Platz. Es sind zu viele Balken, ne? Ja, komm, wir machen die einfachen Metallstücke weg. Kann ich sehr schnell herstellen. So, ich habe einen goldenen Apfel. Tiefer geht's nicht. Schade eigentlich. Goldener Apfel, den behalte ich aber im Inventar. Wir haben schon wieder Nacht. Ich könnte noch mal schnell porten. Bis ich da bin, haben wir aber wieder Tag. So, was haben wir denn hier für einen schönen? Ein Brutzler. Von Wiesenhof! Oh nein, er hat's gesagt. Was eine Schande. So, wir haben wieder 30 Fleisch. Was wäre besser? Das den Burger zu machen, dann Burger verkaufen. Oder Fleischpakete. 30 Stück. Na,
Naja, wenn ich goldene Burger kriege, könnte ich die tatsächlich verkaufen. Ja, auf jeden Fall ein paar Diamonds. Wir brauchen noch 11 Goldbarren. 5 haben wir. Dann stellen wir mal 6 her. Eine goldene Apfel. Ich überlege gerade, ob wir die verticken sollen. Vielleicht kommt er auch nicht, weil der gesehen hat, dass ich bewaffnet bin. Hat er sich so gedacht, so, nee. Da mache ich nicht mit. So, jetzt hätten wir auf jeden Fall wieder 55 für den Mond. Wir könnten aber die Weihrauchdinger schon mal bauen, ne? Das bringt so viel? Nee, wir stellen die doch jetzt her, da muss ich die so eine... Na komm, machen wir es so, ist okay. Jetzt war ich gerade ein bisschen baff. Ja komm, wir stellen jetzt, wir können ja schon mal die Weihrauchdinger gucken. Ne, dass wir bis zur nächsten Sonne alles fertig haben, das wäre schön. Jetzt in der Nacht gehe ich eh noch nicht holen. Weil jetzt in der Nacht ist ja der Solid Snake wieder da. Da kriegt er den goldenen Apfel. Noch keine Leiche kam, was wollte ich jetzt noch mal machen? Ach so, nachgucken, was denn das Dingens hier braucht. So, wir brauchen 4 Stück. Also 12, 6, 4. Weißt du was? Ich mach davon ein Foto. Ich habe schon wieder vergessen, von was brauche ich denn jetzt nochmal 4? So, komm schon. Räuchergefäß. So. Thank you.
So, ich brauch nochmal 24 von denen. So, von denen habe ich jetzt genug. Theoretisch. Aber ich brauche nochmal 16 Komplexe. So, wir brauchen 16 Komplexe. Wir hatten ja sowieso einen Komplexen zu viel. Hiervon brauchen wir 48. Gehen wir mal schnell pennen. Haben wir denn noch genug Marmor hier? Bitte haben wir noch... Scheiße, es fehlen genau zwei. Ach, hier ist auch noch Marmor. Alles cool. So, wie viel brauchen wir? 24, ne? So, 11. Wir müssen sowieso noch ein Meißel... Ach ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen noch ein Meißel machen. Da sind wir schon mit dem Meißel. Ey, scheiß Energie, Alter, was ist denn los hier? Das kostet Energie. Komm, wir gehen pennen. Ich weiß, da liegt noch eine Leiche, dann verbrenne ich sie halt, wenn sie kacke ist. Ein bisschen aushalten muss sie jetzt. Oh scheiße, der Snake, der Solid Snake, wir haben die ganze Zeit den Apfel dabei. Komm schon, bleib noch ein bisschen. Vielleicht muss ich ein paar Speed Potions herstellen. Nein, fick dich, du Scheißtyp, ist noch nicht mal Nacht. Der haut ja schon so früh ab, Alter. Was ist denn los mit dir? Bist kaputt oder was? Du Kackeimer! Na gut, wenn es so ist, dann, nö, dann gehen wir jetzt auch noch zum toten Pferd. Wird ja jetzt doch. Das ignoriere ich.
Ich war doch gerade da. So, es wird dunkel. Der muss ja dann irgendwann hier so den Weg gehen. Wir patrouillieren jetzt die Straße, bis der Typ hier irgendwo lang geht. Da geht ein anderer Typ. Der Wagner. Wir gehen jetzt einfach mal vom Strand entlang. Zwar gesagt ab der Burg fest, aber wir gehen jetzt ab hier. Komplett. So, wir haben jetzt Mitternacht. Also jetzt gleich. Es ist nicht nebelig. Das erste Mal. Ist ein bisschen windig. Hätte auch gut sein können, dass der jetzt hier so steht, so an der Klippe. Ne, weil er jetzt springen will, weil ihm Haare wachsen. So, er meinte, er steht an der Klippe der Burgfeste. Ich sehe weder oben ein, noch hier ein. Steht der hier irgendwie? Nee. Hier steht nirgendwo einer. Ja, rein kommen wir natürlich auch nicht. Das ist der Kuga-Typ, das ist ein ganz anderer. Hier hinter einem Baum. Hier in der Ecke drin. Ja, wie komme ich denn hier rein? Also der lässt mich ja nicht durch. Jetzt ist egal. Ich brauche noch einen Meißel. Weil ich noch einen Meißel habe, brauche ich jetzt noch mal hier ein Dings. Wie viel Marmor habe ich denn jetzt? 20. Silber bringt ja gut Kohle. Das Gold schmelzen wir jetzt erstmal nicht weg. Vielleicht muss ich nämlich ein bisschen Gold benutzen. Jetzt haben wir das aber schon mal fertig. Wobei, sollen wir direkt die anderen Sachen auch mitnehmen? Die 70 Parts da, oder wie viel waren das? Waren das 60 oder 70, wie viel ich gebraucht habe?
Du Scheiße, ey, das frisst Energie. Zeit. Keine Energie, aber Zeit. Ich würde sagen, jetzt sind wir erstmal die restlichen 15 Minuten der Folge daran, die Dinger hier zu machen. Naja, dann Prost, Nächle, ne? Ich trinke erstmal was. Prost. Ist aber schon krass, wie viele rote und grüne Punkte wir haben. Und einfach keine blauen. So. Was mache ich denn jetzt? Wir können ja mal ein bisschen mal hier am Handy kulotzen. Muss ja eh nur F gedrückt halten. Naja, nicht sonderlich großartig passiert. Und wie viel müssen wir noch? 7, oh Gott. Ja. Ich weiß nicht, hier den Ort könnte man theoretisch auch mal schön bauen. Ich meine, wir haben rechts die Plantage schön. Wir haben unten das Feld jetzt schön, wir haben den Keller schön. Bis auf unseren Bierkeller. Der ist nicht schön. Naja, optimieren können wir natürlich unsere Ressourcenabbaustelle da oben auch noch. Das kann man auch noch schön machen. Einfach nur Zeit. Nicht mal wirklich viel Energie, einfach nur Zeit. So, jetzt können wir uns aber gleich erstmal die goldene Lasagne, weil ich glaube, die silberne Lasagne haben wir jetzt durch. Theoretisch könnte ich noch mal Linsensuppe herstellen. Na komm schon. Also nach der Folge google ich auf jeden Fall mal, wie man den Wagner jetzt findet. Nicht, dass das nachher so wie mit der Stadt ist, dass man da nicht reinkommt. So, jetzt haben wir 12 hiervon. Hiervon brauchen wir 60. Ach, scheiße. Brauchen wir noch für den anderen komplexe Parts Stadtkartell? Warum habe ich denn jetzt doch so viele? Wir haben Mond, wir haben sogar Geld, wir können blaue Punkte kaufen. Und wir haben Leiche. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Müsste aber eigentlich gehen. Das müsste funktionieren. Na, wir haben schon mal den Kleber rein. Dürfen nur nicht zu viel Zeit verschwenden. Und was mit dem hier? Den können wir wegbrutzeln. Das ist ein Brutzler. Oh, wir haben keine Möhren mehr. Müssen wir nochmal ernten, aber jetzt bereiten wir erstmal für die Sonne alles vor.
So, Kerzenständer 3 kann man leider immer noch nicht drehen. So, Wandleuchte 3. Und Räuchergefäß 2. Aber wenn man die doch nur drehen könnte, ne? Hier kommt jetzt bestimmt auch mehr Weihrauch rein als Dings. Müssen wir auf jeden Fall mal in Massen herstellen. Auch Kerzen. Wir können aber mal gucken, ob wir jetzt bessere Kerzen oder Weihrauch herstellen können. Tatsächlich, Raumspray brauchen wir jetzt. Hier Beschleunigungspulver. Kriegen wir hin. Ohne Probleme kriegen wir Beschleunigungspulver hin. Also ich könnte den jetzt retten, wenn ich tatsächlich, wenn ich mir jetzt so ein Dings herstelle. Wir haben Kleber verschwendet, ich verbrenne den Wichser jetzt. Hat er verdient, der Drecksack. Warum verfällt der auch? Die Sau. Hat der nicht... Hat der... Hab ich dem nicht erlaubt, so. Der wird jetzt weggebrutzelt. Aber richtig. So, alles schön einlagern. Blöden Stein könnten wir mal verkaufen gehen irgendwann. Diese 4 auf Feuerholz. Können wir hier jetzt einfach mal nutzen, ne? Und ihr habt gedacht, ich vergesse das. Ja, ist okay, ja. Niemals. Wir werden das jetzt alles ignorieren. Wir werden direkt hier drauf gehen, werden die herstellen. Und dann stellen wir direkt die her. Wir müssen ja 12er hinkriegen, ne? Und dafür brauchen wir die und die. Das heißt, wir brauchen jetzt 300 Punkte. Der Rest ist egal. Schwarze Punkte. Wie können wir die schnell herstellen? Mit Hanfseil. Oder? Wir können schon mal sehr viel Marmor herstellen, weil wir werden wahrscheinlich sehr viel polierten Marmor brauchen. Das wäre wahrscheinlich praktisch. Ich glaube, das machen wir auch. Dann stellen wir sehr viel polierten Marmor her.
Eine Wache im Dunkeln. Oh, ein Meißel hat der. Was hat der denn noch? Eine Axt? Keine Ahnung. Das sieht aus hier wie ein Konstrukt, aber was sieht das aus? Ach, das könnte wahrscheinlich der Boden sein. Können wir dann wahrscheinlich an dem verkaufen. Alter, das ist doch mal ein krasser Baum hier. So, an dem Klippen der Feste. Das ist jetzt mein letzter Versuch, wo ich nach dem suche, bevor ich google. Hat ja auch an der Burgfeste gesagt. Ne, hier wäre eigentlich so ein super Platz, ne? Gucke noch mal bei NPC. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Der Imker war mal rechts, das weiß ich. Wer ist denn Adam? Triff mich nachts an den Klippen bei der Burgfeste. So, wir haben nachts. Hier sind Klippen. Das hier oben ist die Burgfeste. Da kann ich nur Beeren ernten. Muss ich da rein? Aber wie sollte ich denn da reinkommen? Hier oben kann man auch nicht hin. Das wird mir zu dämlich. Das google ich. Wir brauchen aber mehr Bienenwachs. Können wir auch direkt nochmal predigen? Ich würde dann gerne echt mal eine volle, maximale Kirche machen. Ich weiß, wir brauchen Karotten. Ich sehe schon, Doppelfolge wäre jetzt auch vorbei, aber wir werden noch predigen. Jetzt hätten wir auch kein Holz mehr. Wir haben immer noch nicht genug Asche. Ups. Ja, wir müssen tatsächlich halt nur noch die Toten machen. Oh. Na, wenn jetzt noch die Kerzen leuchten würden, ne, das wird krass. Ach, ich habe schon wieder das Zeug vergessen hier für wie heißt es?
Hier für Beschleunigungspulver. Holen wir jetzt. Ist aber weniger. Die geben mir ja weniger. Was ist denn da los? Vielleicht muss ich tatsächlich immer mal wieder was anderes machen. Sonst machen wir noch mal ein anderes Gebet. Craften wir dann. Weil irgendwie gibt er mir ja gerade weniger. Also ein Durchlauf hat ja mal einmal 60 gebracht. Allein. Geld hängen wir so bei 28. So, 100 Hanf nehmen wir mit. Denn aus Hanf macht man nämlich dieses blaue Pulver. Ich habe Torf mitgenommen. Das ist so eine unnötige Zeitverschwendungskacke. Ich sollte auch mal gucken, was Traubensaft so bringt. Ich meine Apfelsaft, nicht Traubensaft. Kann ich jetzt auf Traubensaft? Zehn Energie gibt es nur. Ich jetzt gedacht, das bringt was mehr. Aber gut. Ich habe auch vergessen, ich wollte auch nur die Bienen ernten. Die Bienen! Sonst bringt uns ja das Raumspray nichts. Ja, ich brauche nur Bienenwachs. Bienen und Bienenwachs. Naja, wenigstens eine Biene bei, ne? So, 4 Balken, 6 Nägel, 20 Bienchen. Vielleicht haben wir ja genug Bienen für einen weiteren. Tatsächlich. Jetzt haben wir so viel Zeug im Inventar.
Ich muss niesen. Nicht schon wieder. Oh nein. Es kommt. Es kommt. Ich kann es nicht aufhalten. Außer ich rede jetzt die ganze Zeit drüber und denke dran, weil dann geht's nämlich weg. Sonst muss ich nämlich jetzt niesen. Deswegen einfach ganz schnell durchgehend labern, dann kommt es nämlich nicht. Und ich habe es überwunden. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Oh. Jetzt fühlt es sich noch komischer an. Jetzt hätte ich doch lieber genießt. Direkt nochmal Bienen ernten. Nix schlafen. Ach guck mal, jetzt verliere ich sogar dauerhaft Energie. Das ist ja interessant. Seit wann ist denn das? Oder ist das nur, wenn es nachts die Müdigkeit kommt? Gönn ich mir einfach einen Apfelsaft, Junge. Da kannst du müde sein, wie du willst. Hey, wieso nehmen die denn jetzt nur zwei Plätze ein? Ich meine an sich gut, ne? Dann könnte ich so zwei nebeneinander setzen. Jetzt verliere ich wieder Energie. Ja gut. Wenn ich pennen gehe, beende ich die Folge. Da verdrücke ich mich doch nur. So. Oh, jetzt renne ich schon hier hin, weil ich hier hin wollte. Kann er das nicht speichern, bitte? Also das wäre mir zu doof. Dann nehme ich mir lieber hier den 47er Stack raus. Soll das da drin speichern, verkackte Kacknullen? Ich bin nicht müde! Seh es ein! Ich will noch nicht schlafen! So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen hergestellt. Wie viel Raumspray machen wir mal? Einen haben wir. 30. Ich meine, das ist übelst Energieverschwendung, was ich mache. Ich drücke mich nur vom Pennen.
am Apfelsaft. Stell dir vor, du säufst so viel Apfelsaft wie der hier. Wir gehen ja gleich schlafen, bleib ruhig. Aber die Energie will ich noch aufbrauchen. So, gehen wir mal pennen. Und beenden die Folge. Könnt ihr alternativ zum Apfelsaft auch nochmal Beerensaft probieren? Aber das war's auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ich warte aber noch ab. Vielleicht kommt jetzt wieder ein Video, ne? Ciao!